Diese Piste soll heute rennfertig präpariert werden. Von mir. Abgesperrt ist, das heißt, allzu viel trauen sie mir nicht zu. Aber sie haben mir einen perfekten Coach geschickt. Und der kommt schon mit diesem Bubentraum hier an, mit dem Pistenpulli. Das ist der Markus. Servus. Servus, Brucki. Hallo, grüß dich. Wie schaut's aus? Ja, Respekt habe ich vor dem Riesending. Sind wir leicht nervös? Boah, ja, schon. Hilft aber nichts, denn der Brugi-Schnellansteiger-Grundkurs wartet. Pistenraupenfahren ist eigentlich ganz einfach. Ein Gaspedal, ein Gang zum Vorwärts-, ein Gang zum Rückwärtsfahren. Und die Bremse gibt's nur als Feststellbremse. Gecheckt? Ab sofort hören 12 Tonnen und 510 Pferdestärken auf dein Kommando, Brugi. Auf geht's zum Fahrertraining. Gas geben nicht vergessen. Sorry. Eieiei. Ein mit Gefühl war gescheit. Gas geben, bitte. Es ist Picke, der Scheimdruck. Neben mir muss man sie anschnallen. Die Aufgabenverteilung bei der Arbeit mit einer Pistenraupe ist einfach erklärt. Vorne schiebt die Schaufel aufgetürmte Schneehügel weg, die Ketten zermahlen die dicken Brocken und hinten zerkleinert eine Fräse und verdichtet den Schnee. Soweit die Theorie. Ja, das war zu viel. Jetzt hängen wir schon das erste Mal. Wir hängen. Es ist ein Wahnsinn. Ich ruiniere alles hier, es ist alles kaputt. Aber mit ein bisschen Übung schafft man das schon wieder. Jetzt müssen wir einen Flug aufheben. Flug aufheben. Also zu dir ziehen. Ja, genau. Und jetzt fahren wir wieder los. Oh, aber es geht mit Schwung. Es geht mit Schwung. Oh, oh, oh. Also das ist noch nicht die perfekte Piste. Aber wir haben jetzt eine Sprungschanze gebaut. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h soll der 12,8 Liter Sechszylinder-Diesel aber eigentlich genau das Gegenteil bewirken. Fahrlehrer, wie war ich? Ja, Brucki. Also momentan ist das noch ein kompletter Fünfer. Fünfer? Ja, also das schaut noch nicht perfekt aus. Ja, nein. Also das können wir nicht so lassen, wie es mal momentan ausschaut. Ja, mein, so ein bisschen Buckelpiste, oder? Das ja, passt schon. Jetzt machen wir noch eine Abschluss-Challenge. Okay. Mit der Seilwind, wir hängen da noch ein. Dann kriegen wir die Note vielleicht noch auf 2 bis 3. Na dann, Finale. So, Brucki, dann hängen wir da ein. Okay. Sodala, mit Seilwinde das Ganze, oder wie? Ja, weil die Piste zu steil ist. Okay. Weil viele Leute den ganzen Schnee hinuntertransportieren. Und wir müssen den Schnee wieder raufbringen. Okay. Und zudem brauchen wir die Seilwinde. Denn ist die Piste, wie in unserem Fall, sehr steil, würden die Ketten sonst viel zu schnell durchdrehen. Und wie schlägt sich der Fahrschüler Brugi? Rechts. Ja, genau, super. Das schaut ja schon gut aus. Die Löcher der Bruggerschen Puckelpiste verschwinden nach und nach. Ja, genau. Jetzt fahren wir da runter. Ah, jetzt schneiden wir eine. Das schaut schon wesentlich besser aus als wir vor 2 Stunden. An Skifahren war auf dieser Piste nicht zu denken. Wohl dem, der eine Seilwinde und einen gelehrigen Christian Brucker hat. Das war super. Also das war besser wie ein Dreier, der 2 Plus. Wirklich? Hier. Okay. Wir können da die Abfahrt reinfahren lassen in die Pisten. Vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Einen Ersatzfahrer braucht's. Und wenn wir einen brauchen, dann melde ich mich. Ja, oder nur zum Kettenputzen oder so. Nein. Das machen wir schon dann. War cool, danke schön. Super. Bravo Pistenpulli.